Alltagsgeschichten am Rande der Sinnlosigkeit. Guten Abend und herzlich willkommen zu den Lokalnachrichten. Ich bin Ihr Moderator Jens Knosalla. Veranstaltungsort der ganzjährigen Trinkgelage und Massenschlägereien ist zumeist die Straße. In dem nun folgenden Film von Henning Brix ist es das triste Vorortpflaster der Großstadt. Dort wird schon seit langem geknüppelt, was der Baseballschläger hergibt und was der Schädel einstecken kann. Ein wildes Spektakel, das mit 1,8 Promillen anfängt und meist durch Alkoholvergiftung in der Notaufnahme endet. Im Waffenarsenal der Straßenbanden fehlt es an nichts, außer Verstand. Verhältnisse, die man in der Gruppe kompensiert und am Gegner auslässt. Das Ziel ist immer das gleiche, auf der Seite der Gewinner stehen, wenigstens für eine Nacht. Eine Schlacht um Aufmerksamkeit, eine Reise in den Alltag der deutschen Provinz. Ich bin Ronny, das ist Jimmy, das ist Jerry, das ist Jim, das ist Bobby, das ist Tommy. Ich bin Schau. Und heute haben sie mir zum Bowling eingeladen. Wir werden die Rente haben. Rente haben unsere Ausbeutefristung. Und wir nehmen die auseinander. Jumper, make a jump. Ich bin drauf, drauf und dran, mein Verstand zu verlieren irgendwann. Handy aus, kein Empfang. Wann komm ich bloß nach Hause irgendwann? Du stehst vor meiner Tür und du klingelst die ganze Nacht. Aber ich bin schon wieder da draußen mit den Jungs und wir saufen Schnaps. Ein, zwei Pillen in mein Glas, ich weiß, dass du das so sehr hast. Ich kann die Miete nicht bezahlen, doch heute ein Tausender verprasst. Noch ein letztes Mal mit Bar, ab morgen fahr ich ein Coupé. Ich gab dir doch ein Versprechen. Baby, du wirst es schon sehen, bin stattbekannt. Ich hab dir doch mal gesagt, ich helfe. Doch du wolltest es nicht hören, jetzt ist es spät. Alle Freundinnen von dir wollen mich nicht mehr. Ich gab dir doch ein Versprechen. Baby, du wirst es schon sehen, bin stark bekannt. Ich hab dir